Also wir gehen jetzt gleich los und ich bin so gespannt. Heute lernen wir den Leo so richtig kennen. Und wir sind unterwegs und wir können es gar nicht im Atmen. Heute ist Leo 6,5 Wochen alt und wir dürfen ihm diese Decke bringen. Dann kann er sich ein bisschen an unseren Geruch gewöhnen. Und ja, wir freuen uns sehr. Es ist jetzt das dritte Mal, wo wir hingehen dürfen. Und ich kann es gar nicht erwarten. In 3 Wochen kommt er schon zu uns nach Hause. Wir sind angekommen. Besuch Nummer 3. Und wir können es gar nicht erwarten. Hallo, Leo. Hallo, hallo. Hallo, Leo. Ja, hallo, schön. Hallo. Los, wir fahren gleich los und holen den Leo ab und wir können es gar nicht erwarten. Es ging jetzt doch so schnell vorbei. Aber ich will euch jetzt noch zeigen, was wir hier vorbereitet haben. Das wird nämlich der erste Raum sein, den er kennenlernen wird. Und das hier ist so genial, dieses Brett. Wie nennt man das, Janne? Brett. Dieses Brett hier. Haben wir einfach beim Baumarkt für 5 Euro gekauft. Und es ist super schön, um so eine Barriere zu machen. Ich habe hier tatsächlich auch noch so Magnete dabei und die kann ich dann wirklich hier so festmachen, dass er es nicht ganz so leicht umhauen kann und für den Welpen am Anfang immer ein bisschen leichter, dass er so nicht gleich alles sieht. Und für mich natürlich auch dann ganz gut, wenn ich mal irgendwas anderes machen will und ich will nicht gleich den Welpen einsperren, kann ich einfach hier ein Brettchen hinmachen und dann fühlt er sich auch nicht so allein. Aber kommt gerne mal mit rein. Hier die Felicia. Mal gucken, ob das reicht. Ich glaube es ja nicht, aber wer weiß. Zumindest schon mal so eine erste kleine Absperrung hier, dass ich nicht direkt an die Pflanze kann. Die ist nämlich giftig und eventuell müssen wir das Ganze nach oben bauen oder die Pflanze rausmachen oder sonstiges. Ich weiß es noch nicht. Aber wir hoffen, dass es klappt. Dann haben wir hier einmal sein Schlafbettchen. Wir haben hier alle Bettchen jetzt mal hingelegt, weil er sich das dann nachher sozusagen aussuchen kann und erstmal hier runterkommen kann. Mal gucken, was ihm gefällt. Die Spielsachen haben wir übrigens noch nicht alle mit dabei. Das ist so eine Donut und ist richtig kuschelig und soll so ein bisschen, soll den Hund beruhigen und auch gut für sein Ankommen sein. Mal gucken. Super zum Schlafen, weil er sich da wohl gebrochen fühlt. Mal gucken, ob ihm das gefällt. Dann haben wir hier noch den Affen. Der Affe, der ist ja noch von der Kaya, den kriegt der Leo jetzt. Und wir haben ein neues Bettchen hier abgekauft. Das ist super bequem. Mal gucken, ob er das mag. Und mal gucken, ob das so gut ist. Ich weiß, viele sagen ein weißes Hundebett nicht gut. Sage ich wahrscheinlich dann auch, aber ich freue es. Ja, wir haben hier schon mal was zum Trinken auch vorbereitet. Wenn er ja nicht direkt in die Küche kommt. Und dann haben wir hier noch ein kleines Bettchen. Das habe ich bei eBay Kleinanzeigen geholt. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so cool, weil es ja voll laut ist. Ich fand es voll schön, aber es ist halt voll laut. Und haben hier schon als erste Spielzeug rein. Einmal die Torgaswurzel zum Kauen. Vielleicht muss er ja gleich was kauen. Dann Zerspielzeug. Und hier kann man halt auch voll gut einfach so kleine Leckerlis oder sein Essen allgemein reinmachen. Und dann haben wir hier noch den Babycorn, also den Schnuller. Und da kann man auch was reinführen. Dann kann man es auch einfrieren zum Beispiel. Ja, jetzt sind wir mega, mega gespannt. Mal gucken, wie das gleich weitergeht, beziehungsweise wie das wird. Wir hoffen, dass die Autofahrt schön wird. Wir haben 45 Minuten und ich merke schon, mein Herz fängt an und wir sind einfach so nervös und ja, es wird bestimmt ganz, ganz schön. Oder, Janik? Auf jeden Fall. Okay. Machen wir uns fertig, holen noch das Geld ab und dann geht's los. Los geht's! Hier ist übrigens dann seine Essensbar in der Küche. Und hier haben wir den Käfig. Genau, wir haben hier eine Abdeckung obendrauf, damit es so ist wie eine Hundehütte. Es ist richtig kuschelig, dass er sich da richtig, richtig wohlfühlen kann, wie eben eine Hundehütte.
Und hier haben wir noch ein Spielzeug drin und hier noch die Schleckmatte und den Kong. Und was wir sonst noch so hatten, liegt jetzt noch hier oben drauf. Und ja, so viel mehr haben wir gar nicht. Außer noch die Leinen, das Geschirr und hier haben wir noch einiges an Essen. So, wir sind jetzt unterwegs und wir sind viel zu früh und deswegen fährt Janik jetzt ganz, ganz langsam, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit sozusagen hier auf der Autobahn verbringen. Ich habe hier gerade noch die Decke gewaschen. Ich habe jetzt hier kurz noch zu trocknen aufgehalten, dass das auch gleich gemütlich hat. Die Kamera passt auf und ja, krass, wir haben jetzt nur noch 37 Minuten. Und dann sind wir auch schon da und packen den kleinen Leo ein und dann habe ich einfach die Hände auf dem Schoß. Wow, ich finde echt toll. Das ist so, so schön und wir sind so nervös. Und unser ganzes Leben wird sich jetzt ändern. Also wir kommen nicht so zurück, sondern wir haben jetzt einfach eine Verantwortung für Lebewesen und was da alles mit dazu gehört. Ja, wir freuen uns einfach unheimlich darauf. Der kleine Leo ist jetzt gerade aufgewacht und hat geguckt, wo wir sind und ist dann direkt zum Kuscheln gekommen. Und hier schläft er jetzt einfach weiter. So schön.